Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play Valiant Hearts. Das ist der zweite Teil. Habt eine kleine Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Teil gemacht. Habt ihr ja gesehen, habt ihr ja noch ein bisschen anderes Content zum Online-Stellen produzieren und bearbeiten müssen. Und ich würde sagen, wir verplempern hier einfach mal keine Zeit, sondern legen sofort los. Und springen dann auch gleich Dank ins der Spiel. britischen Unterstützung war der deutsche Plan gescheitert. Die Front verlagerte sich nach Norden und verfestigte sich mit Einbruch des Winters. Die Soldaten gruben sich in einem gewaltigen Labyrinth von Gräben und Tunneln das, ein. Das da kennen wir doch das noch, Bild oder? vom Ersten Weltkrieg. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht das alles noch mal neu machen. Karls Regiment zog sich bis nach Neuve-Chapelle zurück, in das Feldlager, in dem Emil gefangen gehalten wurde. Das wäre jetzt nämlich wirklich kontraproduktiv. Ah nein, da sind wir schon wieder an der richtigen Stelle im Spiel. War das? Ach. Holt mal gerade. Ich habe den Controller vergessen, den anderen auszustöpseln. So. Aha. Ja. Als mir lieb war. Aha. Oh, das war jetzt blöd. Er hat die Taste einfach nicht angeholt. Ach, wie blöd. So, bin ich jetzt zu blöd, um überhaupt hier was zu schnallen? Ach ja, ganz blöd, ja klar. Ich hab... wie blöd. Jetzt aber. Ah, jetzt kann ich auch hier hoch und dann weiter. Sehen wir jetzt die Zielen aus der anderen Seite. Hm?
So, das sind doch der. Und jetzt? Ach. Ach ja, wie blöd. So. Merci, mon ami. Du Redner. Garouis von der. Yeah, komm nicht. Schwiegervater von Karl hat dem Amerikaner jetzt gerade davon erzählt. Inmitten endloser Angriffe und Gegenangriffe fanden Freddy und Emil schließlich eine Spur von Baron von Dorf in Über. Freddy und Emil. Ach, das Giftgas an den. Am 22. April 1915 setzten die Deutschen zum ersten Mal Chlorgas ein. Haben sich damit, wenn der Wind gedreht hat, selbst vergiftet, beziehungsweise wenn sich das Zeug im Regenwasser, in den Gräben angesammelt hat, auch getrunken. Also die haben sich eigentlich damit mehr oder weniger das halt selbst vergiftet. Die Schlacht von Ypern. Die Stadt Ypern war für die britische Armee von größter Bedeutung, da die deutschen Truppen versuchten, sie dort vom Zugang zur Nordsee und somit vom Nachschub aus dem Heimatland abzuschneiden. Daher setzten die Briten alles daran, diese Schlüsselposition zu halten. An vorderster Front kämpften dabei kanadische Abteilungen, die in dieser Schlacht ihre Zuverlässigkeit und ihr Durchhaltevermögen bewiesen. Dieser Mut hatte einen Preis. Am 15. April 1915 hatten sie 6.000 Gefallene zu beklagen. Am 22. April 1915 kam es bei Ypern zum ersten Gasangriff der Geschichte. 5.730 Flaschen mit Chlorgas wurden von den Deutschen geöffnet, als der Wind in Richtung der feindlichen Stellungen wehte. Chlorgas verursacht Verbrennungen an Augen, Haut und Lungen und dringt sowohl durch die Kleidung als auch das Gummi der Stiefel. Die Folgen waren verheerend. Vor Einführung der Gasmasken bestand der einzige Schutz aus uringetränkten Taschentüchern, die man sich vor die Nase hielt. Die Kanadier hatten diese einfache Schutzmaßnahme erfunden. Bombardements durch Zeppelin. Das Luftschiff wurde 1900 vom deutschen Grafen Zeppelin erfunden, aber erst ab 1908 konnte der Zeppelin auch weitere Strecken überwinden. Zeppeline waren in etwa so schnell wie die damaligen Flugzeuge und wurden ursprünglich zu Aufklärungszwecke eingesetzt. Ab 1915 flogen sie auch Bombenangriffe gegen zivile Ziele, etwa gegen Städte wie Paris und London. Hunde im Krieg. Die deutsche Armee besaß zu Beginn des Krieges etwa 6.000 Hunde, die französische hingegen nur um die 30. Diese Tiere wurden für ganz unterschiedliche Aufgaben eingesetzt. Wachdienste, Postverkehr, Munitionsnachschub, Transport von Kanonen und als Maskottchen. Deutsche Schäferhunde, Dobermänner und der flandrische Treibhund waren die Rassen, die am häufigsten zum Einsatz kamen. So viel die Facts zu dem, was da bis jetzt... Ach, wie blöd. Ja, klar. Ich muss den Hund vorschicken. Das haben wir ja schon gesehen. Das ist nicht noch passieren. So. Go, go, go! Neues Tagebuch freigeschaltet. Tagebücher. 10. März 1915. Welch ein Tag. Zweimal wurde mir heute das Leben gerettet. Zuerst von einem amerikanischen Soldaten und dann von einem Hund. Aber zumindest bin ich frei. Vor der Bombardierung habe ich Karl gesehen. Ich hoffe, er hat es lebend überstanden. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Auf dem Marsch nach Belgien, wo dieses verdammte Regiment stationiert ist. Wenigstens bin ich nicht allein. Ich habe einen komischen alten französischen Bauern kennengelernt. Emil. Sagt nicht viel. Aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, da ist sein Schwiegersohn ein Deutscher. Ist das nicht verrückt? Kein Tag vergeht, an dem ich nicht von dir träume.
17. März 1915. Endlich habe ich Emil gefunden. Wenige Augenblicke bevor die Granaten fielen. Ich hoffe, es ist ihm gelungen, den Einschlägen auszuweichen. Er hat mir einen Brief gezeigt, der mich mit Freude erfüllt hat. Marie geht es gut und Victor wird immer größer. Etwas anderes zählt nicht. Und der letzte Eintrag von Marie ist dann schon wieder älter. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ach, guck mal, wie ist lieb. Okay. Nun? Ach. Ich weiß nicht, wie es richtig einstellen muss. Ich meine, es ist ja nicht ganz umsonst, wie dass ich das hier so bewegen kann. Ich muss also die ganzen Rohre hier füllen.
Ich weiß nicht genau, was die Lösung hier ist. Ich muss jetzt ein bisschen dran rumdoktern. Okay. Ah, ich muss es zum Explodieren bringen. What? Ganz kurz gucken. Das heißt, ich muss das so drehen, dass das jetzt hier... Jetzt. Perfekt. Wo ist der Hund? Wo ist mein Hundi? Ah, da ist er. Gut. Ah, jetzt kommt die Bombardierung durch die... Ich glaube, ich habe so ein paar Sachen übersehen. Thank you, my friend. Can you help? Don't worry. Klar. Sie hieß Anna, eine belgische Studentin aus Paris. Sie war auf der Suche nach ihrem verschollenen Vater. Diesmal schien ihnen das Schicksal wohlgesonnen zu sein. Es fehlt nur noch Karl und Marie. In dieselbe Richtung. Doch als sie sich Vimy näherten, wurden sie von einer deutschen Fliegerstaffel entdeckt. Rote Baron. Ich dachte, wir hätten Dreidecker geflogen. Ah! Ich steuere das Auto, ist gar keine Cutscene. War ein bisschen knapper, wie ich das gewollt hätte. Thank you.
Okay, das ist also ein bisschen spannender, wie ich es eigentlich dachte. Ich hoffe, wir haben den richtigen Ausmaß an Länge hierfür gefunden. Haben wir doch mit zwei Treffern gut überstanden. Nö. Jetzt haben wir uns so großartig Mühe gegeben und dann geht das dann doch so schief. Aber ich würde sagen, mit diesem Cliffhanger könnten wir eigentlich schon Ende machen mit dieser Folge von Let's Play The Valiant Heart. Ich glaube nur Valiant Heart. Und würde sagen, dass wir uns dann in Teil 3 in ein paar Tagen wiedersehen. Ich denke, das Spiel bietet hier sich an, nicht allzu lange Parts zu machen. Ja, ich denke, das machen wir so. Die nächsten werden dann auch so zwischen 20 und 30 Minuten lang. Ja, ich denke, das ist eine gute, so plus minus 2, 3, 4, 5 Minuten. Eher plus dann immer. Ist so eine gute Mischung. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Teil nochmal dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann halt gebt mir halt einen Daumen runter. Schreibt in die Comments, wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr Ideen habt, Anregungen, auch gerne Vorschläge für ein neues Let's Play, aber bitte registriert dabei, dass ich nicht jedes Spiel Let's Playen werde und auch nicht, es sollte für PC erhältlich sein und es sollte auch erstens mein Budget nicht sprengen. Sollten dann sowieso, also wenn es jetzt ein Spiel ist, das 60 Euro kostet und eigentlich würde ich mir es noch gar nicht kaufen, dann wird das auch erst später kommen. Also ich kaufe mir nicht ein Spiel nur, weil... Oder ihr schickt mir einen Code, wenn's dann ist das was anderes. Wenn ich das Spiel geschenkt bekomme, dann let's play ich das gerne in 5 Stunden langen Parts. Aber ansonsten halt dann immer so ein bisschen achten. Oder ihr könnt mich auch mal darauf hinweisen, wenn irgendwo, was weiß ich, so ein Titel mit in irgendeinem Steam-Sale oder so, was weiß ich was, für mit 88% reduziert angeboten wird oder so, da kann man drüber reden. Ansonsten dann nochmal danke und hoffentlich seid ihr im nächsten Video wieder mit dabei. Euer Replika666.